Moin Freunde, heute geht es mit dem Roasten weiter. Christian stellt uns sein Starterdepot zur Verfügung. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, nur meine Meinung und Abfahrt. Ja, wir lesen zunächst wie immer hier die Nachricht von Christian. Hallo Sven, ich habe im November 2022 mit dem Investieren angefangen, verfolge seitdem intensiv deinen Kanal, habe ich mich auch von einigen deiner Meinungen inspirieren lassen. Hier nochmal der Hinweis, das ist immer nur meine eigene Meinung, meine eigenen Erfahrungen. Bitte prüft das aber auch immer kritisch, was ich so sage. Ich bin auch nicht allwissend. Ich weiß nicht, wie viele Anfragen du bekommst, aber vielleicht bist du ja auch bereit, mein Portfolio zu roasten. Dazu ganz klar, jeder, der sein Portfolio einschickt, wird hier geroastet. Dafür einfach das Ganze bei Parkett hochladen und mir dann per Instagram oder eben per E-Mail schicken. Manchmal dauert das auch etwas länger, dann ist auch mal, musste man einen Monat warten, aber ich versuche das immer alles abzuarbeiten. Mein Name ist Christian, ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe einen Sohn von 10 Jahren. Ich habe etwas Kapital angespart, 30.000 Euro, wovon ich 10.000 Euro in ETFs und 20 in Aktien angelegt habe. Zukünftig bespare ich ETFs mit monatlich 1.000 Euro. Klingt erstmal soweit gut und er würde sich freuen, wenn ich das Depot einmal anschaue. Mal gucken, ob du dich auch noch freust, wenn wir mit dem Roast fertig sind. Ja, wir sehen hier 31.250 Euro im Depot, 24 Holdings. Er hat mal 31.060 Euro investiert, also wahrscheinlich diese 30.000 Euro plus der 1.000er Sparplan. Okay, hat ja schon Kursgewinne von 190 Euro erzielt, also Buchgewinne 675 Euro realisiert und 20 Euro Dividenden erhalten. Okay, das ist natürlich erstmal nicht schlecht, wobei wir eben über den kurzen Zeitraum, da können wir jetzt auch keine richtige Rendite angucken. Wir können jetzt sehen, hier 2,28% ist er gerade im Plus. Aber das sagt natürlich über den kurzen Zeitraum wenig aus. Springen wir dann mal in die Analyse. Hier 24 Holdings. Wir sehen zunächst mal so ein Bastion an ETFs. Hier den Spider S&P Global Dividend. Dann hier den FTSE All World High Dividend ETF. Den iShares Stocks Global Selected Dividend. Also hier so die Dividendenbastion, wo er mit diesen ETFs jeden Monat Dividende erzielen möchte. Dann haben wir den Vanguard FTSE Emerging Markets, um vielleicht noch so ein bisschen die Emerging Markets zu verstärken, die hier ja nur so ein bisschen drin sind. Also im FTSE sind sie auf jeden Fall drin, in den beiden anderen Global könnten sie drin sein, im Spider, wobei da könnten sie auch drin sein, können wir uns gleich nochmal anschauen. Dann haben wir Blackstone als Einzelwert, Volkswagen, Linde, Verizon, Microsoft, Allianz, Mercedes, AbbVie, Broadcom, Stack, Realty Income, Apple, British American Tobacco, Regal & General, Cisco, Medical Properties Trust, SAP, Procter & Gamble, Intel und 7C Solarpark. Okay, das sieht erstmal soweit gar nicht so schlecht aus. Fangen wir mal mit den ETFs an. Was mich hier so ein bisschen stört, ist natürlich einige von denen echt eine schlechte Rendite haben. Wir sehen jetzt hier nur die 5 Jahre, aber 4,39% ist ein bisschen wenig. Beim Vanguard, gut, 6,24 sieht schon besser aus. Dann hier beim iShares Stocks 5,74. Ja gut, grundsätzlich ist es eben darauf ausgelegt, jeden Monat Dividende zu bekommen mit ETFs. Und die ETFs sind hier auch schon so gut kombiniert. Was wollte ich mal gucken kann, ob man nochmal einen besseren findet für den Spider. Ich habe jetzt hier mal Dividendenstrategie ausgewählt bei Extra ETF. Dann hier Ausschüttung, ja, größer 100 Millionen Fondsvolumen, älter als 3 Jahre. Dann gucken wir mal hier in den Turnus rein. Und wir haben einfach, also viele sind einfach im März-Juni-Turnus. Und im Februar ist einfach auch wenig Auswahl. Ich habe jetzt hier mal 4 Stück gefunden, die das sind. Die gucken wir uns jetzt mal im Detailvergleich an. Und ja, da ist einfach auch hier schon der Spider mit dabei. Wenn ich die nach Volumen angucke, sind alle drei noch okay. Der könnte fast etwas größer sein. Wir sehen aber auch hier diese beiden, ne? Also der Fidelity Global Quality Income und der US Quality Income, die sind eben mit 10% bzw. 12% im Vergleichszeitraum deutlich stärker gewesen. Hier könnte man überlegen, ob man eben einen von denen mit dazu holt, der hier halt sehr US-lastig, der dann schon internationaler aufgestellt. Man muss natürlich sagen, die profitieren auch von den US-Werten. Insgesamt könnten die aber eine sinnvolle Ergänzung sein. Ich gucke jetzt einfach mal hier den Global an. Wir sehen eben hier das Apple, Microsoft und so weiter mit dabei. Und das sind eben Werte, die in den anderen, hier zum Beispiel im Vanguard oder auch im Spider hier oder eben im, wo haben wir den anderen, im iShares Stocks komplett fehlen. Das heißt hier, also zum Beispiel die Tech-Branche stärker mit drin gewichtet. Wir sehen sie auch mit 16% und die ist in den anderen halt eher niedrig hier. Ne? 1,6%, hier dann mal 7%. Und hier nur, wo haben wir sie da?
2,4%. Also hier dieser ETF vielleicht eine sinnvolle Ergänzung. Ansonsten könnte man eben auch überlegen, ob man einfach den klassischen Vanguard FTSE All World nimmt hier. Gut, der hat jetzt nur 8,15% gemacht, aber warum nicht? Ich meine, der schüttet auch aus, der schüttet natürlich ein bisschen weniger aus als die anderen, aber damit deckt man eben aus meiner Sicht nochmal diversifizierter die Welt ab und ich glaube, hier hat man auch mehr Chancen. Hat sie zumindest historisch gehabt, wir können ja immer nur historisch betrachten, zukünftig würde ich ihn auch stärker einschätzen. Aber das nur meine Meinung dazu, zu dieser ETF-Bastion hier. Ja, dann in Emerging Markets auf jeden Fall eine sinnvolle Ergänzung. Blackstone, ja okay, kann man reinnehmen, ist besser als ich früher immer gedacht habe. Ja, hier die BlackRock-Mutter, auf jeden Fall ein solider Wert. Volkswagen, naja gut, wenn man jetzt Einzelaktien reinnimmt, dann würde ich immer erwarten, dass die eine Outperformance erzielen sollen. Bei Volkswagen sehe ich das gefühlt, also meine Meinung dazu ehrlich gesagt nicht. Linde dann wieder okay, Verizon auch so ein Wert. Hat der wirklich den Mehrwert fürs Depot? Ist das ein potenzieller Outperformer? Würde ich bezweifeln. Microsoft für mich dann eine sehr sinnvolle Ergänzung, weil einfach Tech hier wirklich unterrepräsentiert ist. Allianz halt so ein bisschen auch mit Mercedes. Für mich einfach so deutsche Werte, die man so ein bisschen aus Homebeers mit reinnimmt. AbbVie, okay, kann man machen. Broadcom finde ich auch sinnvoll. Stack, ein bisschen Monatszahler rein mit Realty zusammen. Apple, sehr sinnvolle Ergänzung, weil eben Tech hier komplett fehlt. British American Tobacco, ja, okay, gut. Legal General, Cisco, Medical Properties Trust, hohe Dividende, hohes Risiko, nicht unbedingt der Anfängerwert. SAP, okay, Procter & Gamble. Intel habe ich selbst verkauft und dann 7C Solarparken. Ja gut, kann man machen. Also insgesamt bei den Einzeltiteln, ja, ich finde es so ein bisschen durchwachsen. Einige sinnvolle Ergänzungen, einige, wo ich sagen würde, boah, würde ich mir andere holen. Aber gut, das ist erstmal meine Meinung. Nach Sektoren auf jeden Fall schön diversifiziert in Informationstechnologie, dann dank Apple und Microsoft doch wieder etwas stärker gewichtet. Wenn man also zum Beispiel auf den Vanguard normalen dann setzen würde, dann müsste man eben daran denken, vielleicht Apple und Microsoft dafür zu verkaufen und eben dann eben entsprechend den Vanguard höher zu gewichten. Ansonsten gut Finanzen, also nach Sektoren finde ich das gut diversifiziert. Auch nach Regionen, nicht sehr Nordamerika-lastig, hier 30% Europa, 10% Asien, das finde ich okay. Wir sehen eben hier diesen Home-Bias-Effekt, ne, dass Deutschland mit 17% wirklich sehr, sehr stark gewichtet ist. Ansonsten noch ein Punkt, der mir aufgefallen ist, du musst hier wirklich sehen, dass ein bisschen Ruhe reinkommt und deiner Strategie treu bleiben, weil wir sehen hier einfach, ich scroll nochmal grob durch, hier ein paar Käufe und dann geht es ja los, Käufe, Verkäufe, Käufe, hier eine verkauft, die Sachen zum Teil auch einen Monat, zwei Monate nur gehalten, also hier geht es noch ein bisschen hin und her, hier musst du einfach jetzt deinen Weg, deine Strategie finden. Und ich finde gerade dieses ETF-basierte, so what, warum nicht? Ne, mach doch einfach nur mal ein ETF, vielleicht auch hier 70%, 3, 4, 5, 6 Einzelwerte noch mit dazu, wenn es sein muss. Hier zum Beispiel dann eben den Vanguard, schön guter ETF, breit gestreut, wenig Arbeit und dann machst du eben von mir aus dann hier Stack dazu oder Realty als Monatszahl auch noch 2, 3 Einzelaktien. Ich glaube, da kann man sich das einfacher machen. Aber das muss man sehen, merkt man eben auch, da musst du dich momentan hier noch finden, weil einfach momentan dann wirklich viel gekauft und verkauft wurde. Ja, springen wir dann mal zu meiner Bewertung. Ihr kennt die Kriterien, Performance, Diversifikation, Strategie und Titelauswahl. Performance ist ja nicht 0 Punkte, die Performance bewerte ich nicht. Das macht nach 2 Monaten einfach keinen Sinn. Diversifikation gebe ich 4 von 5. Es ist sehr ETF-lastig, das finde ich gut. Die Einzelwerte sind auch von der Verteilung relativ schön. Natürlich ist jetzt Blackstone deutlich höher gewichtet als dann 7C Solarparken, aber grundsätzlich ist das gut verteilt. Und ich finde auch, viele von den Einzelwerten sind eine sinnvolle Ergänzung. Ich gehe jetzt nicht mit allen mit, aber das finde ich an der Stelle erstmal gut gemacht. Auch nach Branchen, nach Ländern, Deutschland vielleicht ein bisschen zu viel. Aber grundsätzlich ist das schon gar nicht schlecht und auch mit dem Sparplan auf dem ETF, das finde ich in Ordnung. Die Strategie selber, ja, die fühle ich noch nicht so ganz. Ich glaube, du verschenkst da Rendite. Einmal dadurch, dass du dich eben auf diesen jeden Monat die Dividende mit ETFs da so ein bisschen eingeschworen hast. Auch wenn ich das verstehe, das motiviert, das macht Spaß. Da einfach nochmal so der Gedanke mit dazu. Und dann eben dieses viele Hin- und Hergehandle, das ist mir aufgefallen. Also insofern hier 3 von 5. Ich glaube, da musst du noch so ein bisschen mehr deinen eigenen Weg auch finden. Titelauswahl, da hapert es bei mir am meisten mit 2 von 5. Es gibt einige, die sind sinnvolle Ergänzungen, jetzt zum Beispiel Intel oder auch die vielen deutschen Werte. Ich glaube, da kann man einfach bessere Performer auch finden, bessere Einzelaktien.
Insofern, also mit dieser Titelauswahl bin ich noch nicht ganz mit dabei. Wir haben jetzt mal auch ja hier exemplarisch mal ein ETF als Alternative gesucht. Ich finde, hier kannst du noch am meisten machen, zusammen auch mit der Strategie. Aber ich meine, ganz ehrlich, du bist jetzt 2 Monate, vielleicht jetzt im 3. Monat dabei. Das ist alles im Aufbau und dafür ist das natürlich auch so erstmal in Ordnung. Ich meckere natürlich jetzt wieder auf einem hohen Niveau hier, ne? Das muss man auch einfach fairerweise sagen. Insgesamt also hier 9 von 15 Punkten und das ist dann auf jeden Fall schon ein gutes Ergebnis für 2 Monate. Da hast du auf jeden Fall auch den einen oder anderen sinnvollen Hinweis schon aufgenommen. Mir eben einfach ganz wichtig, dass du dann nicht am Anfang vielleicht Fehler reinbaust, die dich später ärgern. Deswegen sage ich lieber den einen oder anderen kritischen Punkt mehr. Ja, und das war der Roast von Christian. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass gerne ein Like, lass ein Abo da, kommentiere auch gerne, wie du Christians Depot siehst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Freunde. Ciao. Tschüss.